Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Workers and Resources Sovereign Republic hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, unser großer Mistake von letzter Folge, der wächst jetzt hier noch. Ja, das war wirklich dumm. Also das war richtig blöde, aber gut, was willst du machen? So ist es halt passiert. Und wenn der hier die Erstbestückung kauft, dann geht das natürlich auch nochmal ordentlich ins Geld. Aber gut. Und wir brauchen dann natürlich auch noch Fahrzeuge, das heißt, da müssen wir noch eine Weile warten, bis wir die Fahrzeuge dann haben, damit wir dann dort Nahrungsmittel hinfahren können, Fleisch abliefern können. Ich hoffe, dass hier mehr als eine Tonne Fleisch gelagert werden kann. Und ja, so die Sachen. Gut, sind jetzt hier erstmal angedacht. Na, wir werden sehen. Gut, unser Kohleprojekt hier oben, das werden wir natürlich dann auch noch gleich weiterführen. Auf unserer wunderschönen Farm ist auch einiges los hier. Hat hier auch eine Ausgleichszone? Ach, guck. Moment. Ah ja, Autosearch. Ach ja, das ist auch wieder an. Okay. Ah ja, das ist ja mal... Okay, gut. Ich glaube, das gab ein Patch in klein oder irgendwas muss gewesen sein, deswegen dann mit mal das angehakt war, dass ich gegen Rubel wieder kaufen will. Oder habe ich das letzte Mal noch irgendwas geguckt, wie viel Rubel das kostet? Ich bin mir da nicht ganz, ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, was für ein Blödsinn ich da verzapft habe und warum ich diesen verzapft habe. Ich hoffe, dass mir nicht nochmal so doll passiert. So, in unserem Textilkombinat ist jetzt hier genügend Eingangsmaterial hoffentlich am Werk. Ja, das sieht erstmal schon mal ganz gut aus. Stoff ist sowieso genug da. Und hier wird auch fleißig für den Export produziert. Und wie viel haben wir da schon wieder drin? Na, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das ist schon wieder halb voll. Gut. Dann brauchen wir jetzt, eigentlich LPG Tier läuft, ne? Ja, da haben wir jetzt gerade keine Arbeiter, aber das liegt daran, dass ich einmal den Bus quasi gekapert habe und hier hingebracht habe, um die Leute in, ja, halt in den heiligen Felder abliefern zu können, aber gut. So, dann gucken wir mal, hier müssen aber jetzt so ein paar, genau, LPG Tier, Produktion, Haltestelle mit 34 Arbeitern, das ist doch ganz okay. Und was haben wir hier? Textilkombinat mit 21 Arbeitern. Also hier stehen immer ordentlich Arbeiter eigentlich. Und dann haben wir jetzt hier einen, der quasi hier das Interne macht. Und der hat Passagiere und 22 Arbeiter. Also eigentlich müssten die Passagiere doch hier rüberkommen. Ich weiß nicht, vielleicht muss ich da noch einen Bus extra machen, damit die dann hier das mit dem Laden... Oh Gott, das ist ja wirklich fast überfüllt hier, der Laden, ne? Also da ist ja richtig was los hier. Da geht was. Da wird irgendwie was verkauft. Also ist denn die große Kaufhalle, die wir hier unten bauen, wirklich sehr, sehr wichtig. So, das heißt also, hier muss ordentlich Beton noch hergebracht werden, dann sollte das klappen. Gut, jetzt sind ja bloß die Betonfahrer unterwegs und die anderen nicht. Blockieren aber dadurch natürlich die... Ach Gottes Willen. Was brauche ich denn hier noch? Ich brauche ein paar Arbeiter noch. Na gut, die werden ja vielleicht eventuell irgendwann hier ankommen. Wir können aber dann schon mal die nächste Strecke quasi, und da würde ich sagen, nehmen wir uns durchaus das Stück hier vor, dass wir das jetzt schon modernisieren. Das kleine Stück werden wir gegen Geld machen, aber das große Stück hier, das werden wir... Stimmt, ich habe Straßen gegen Geld gekauft, ne? Am Schluss der letzten, der großen Sitzung. Was ist das denn jetzt hier? Eine andere Struktur ist im Weg. Nicht am, ach so, das habe ich nicht am Stück gebaut. Ah ja. Ich verstehe. Gut. So, dann haben wir hier eine Baustelle. Die würde mich kosten 1.100. Das machen wir mal fix. Diese Baustelle würde mich kosten 4.000 und das machen wir jetzt nicht fix. Die werden wir dann zuweisen. Das wird hier sehr schön dieses Bauunternehmen mit übernehmen. Na komm hier. Na? Das muss ich anklicken, weil ich das andere. So. Sehr schön. Und natürlich auch der Barkastern von diesem Bauunternehmen muss dann uns da noch ein bisschen Material hinbringen. Gut, dann hoffen wir, dass das auch relativ schnell fertig wird und sich dort Arbeiter einfinden. Genauso wie die sich hoffentlich hier Arbeiter einfinden für die Baustelle. Theoretisch könnten die da ja hinlaufen. Das sollte ja gehen von dort aus. So, wie sieht es denn hier eigentlich aus mit dem Intelligenzquotient der Leute? Hier sind 6. Also es nimmt langsam hier auch überhand, dass wir hier eventuell rund 10% und mehr nicht arbeitsfähige, beziehungsweise, ja, oh Gott, die können hier kein Fleisch, kein Fisch. Also die haben auch ein Nahrungsmittelproblem hier eigentlich, wo die eigentlich ja hier gut unterkommen könnten. Also bis dahin hätte ich jetzt eigentlich gesagt, dass sie da gut ankommen. Aber naja, wir müssen mal gucken.
So, hier fährt jetzt so wieder jemand mit Fleisch weg. Sehr gut. So, Vieh wird produziert. Was bringst du mir an? Du bringst jetzt Vieh an, ne? Du bist hier so ein Viehtransporter. Genau, da kommen dann 3,1 Tonnen Vieh an. Und der andere Viehtransporter fährt hier auch gerade los. Na gut, hier sind jetzt... Oh, sind gerade Arbeiter angekommen. Gar nicht mal so wenig. Sehr schön. Gut, die laufen auch gut dahin. Und dann laufen auch welche hier auf die Baustelle. Anscheinend. Nee, wo wollen die denn hin? Ach, die laufen aufs Feld oder so, ne? Kann ich denen das irgendwie verbieten? Kann ich mir sagen, hier, ich möchte keine Arbeiter haben? Arbeiter auf dem Feld 9. Anzahl der Arbeiter senkt. Produktivität. Da kannst du draufklicken, wie du willst. Da kannst du dich einstellen. Naja, gut. Gut, dann sind da halt aber so, um Gottes Willen, 15, und Tonnen liegen hier auf dem Feld rum. Während das hier angesät wird. Naja, gut. Okay. So. Schade, dass da mal einfach die Leute dann unterlaufen. So, dann haben wir hier nochmal einen Fleischtransporter, der nach oben fährt. Und hier wurden jetzt gerade gut einige Tonnen Vieh abgegeben. Und wir sehen hier das Fleisch, das steigt hier auch sehr schnell an. Ich denke mal, der Fleischtransporter, der jetzt hier gerade in den Verkauf fährt, wird nicht schnell genug wieder zurück sein. So, hier haben wir Nahrungsmittel, die wir noch verkaufen. Das ist hier unser Fleischverkäufer. Naja, gut. Okay. So. Gut, Geld kriegen wir jetzt aber wieder rein. Das ist schon mal sehr schön. Das begeistert mich, wenn die jetzt hier ihre Initialeinkäufe machen von allen Materialien, die sie brauchen. 139 Tonnen, also das sind noch weit über 10 Fahrten, also 12 Fahrten von meinen LKWs, wenn sie denn voll sind. Also da, die haben noch richtig zu tun. Aber hier hinten gibt es jetzt schon die Teerung der Straße. Das fängt schon mal an, das ist schon mal gut. So, und hier haben wir jetzt eigentlich ja nicht mehr allzu viele Kosten, ne? Doch 2.500, aber gut, 2.500 für das lange Stück. Geht eigentlich, ne? Wenn wir das jetzt fertigstellen, das können wir dann mal durchaus machen hier. Damit die Baustelle verschwindet aus dem System. Ah ja, gut. Haben wir jetzt hier nicht genug Geld gehabt. Hat doch eben noch 9.000. Was ist denn da wieder passiert? Was ist denn? Er hatte doch ihm noch. Er hat denn da wieder eingekauft. Verdammte Axt. Das Ding ist noch nicht fertig geworden hier. Naja, gut. Das müssen wir dann nochmal durchaus überdenken und kontrollieren, wo das jetzt hier herkommt. Hier haben wir auch. Achso, die Straßenstücke, die wollte ich ja auch noch machen. Gut, die muss ich dann, die werde ich dann aber auch bezahlen einfach. Da denke ich mal, das sollte nicht so das Problem sein. So, Arbeiter haben wir jetzt hier keine. Leider. So, hier haben wir. Sind wir bald fertig. Dann braucht bloß noch die Elektrogeschichte hier gemacht werden. Dann ist das auch okay. Gut. So, und der Bus hat eben gerade Arbeiter angeliefert. Nee, irgendwie sind da keine jetzt hier auf der Straße. Da ist doch da rein einer rum. Okay. Na gut, 12 Arbeiter schon wieder drin hier. Macht auf jeden Fall schon wieder 2,3 Tonnen Vieh. Wo ist der andere? Der zweite LKW? Ah ja, der kommt gerade an. Alles klar, okay. Na gut, also das mit zwei LKWs reicht das wirklich aus. Also den dritten, den brauchte das da wirklich nicht. Und hier arbeiten jetzt auch schon jede Menge Leute, die dann hier Fleisch herstellen. Also unser Fleischtransporter ist schon sehr, sehr häufig unterwegs. Und hier sind Nahrungsmittel auch jede Menge vorhanden. Das finde ich auch sehr gut eigentlich, dass das so gut läuft. Weil dann kann man nämlich wirklich dann einen LKW auch mit Nahrungsmitteln mal hier hinter liefern. Und dann müssen wir schon einen großen LKW nehmen, aus den größtmöglichen, aber auch schnellen. Vielleicht gibt es da ja bis dahin dann nochmal ein schönes Modell, damit nicht immer so ein kleiner hier fahren muss. Gut, das ist jetzt unser Kleidungs-LKW, sehr gut. Der bringt uns dann gleich Geld. Was hat der hier geladen? Das ist der Nahrungsmittelfahrer, also 4,5 Tonnen. Könnte für das große Ding, ja gut, könnte auch reichen, aber könnte knapp werden. Könnte mal nicht knapp werden. So, hier liegen immer noch 15 Tonnen rum und die werden nicht abgeholt. Nicht merkwürdig. Was ist hier los? Jetzt stehen sie hier alle an. Achso. Okay, na gut, das kann ja mal passieren. So, und hier sind 139 Tonnen drin. Das ist aber auch sehr viel, hätte ich gesagt. In dem Verhältnis hätte ich das nicht erwartet. Muss ich sagen, das hätte ich nicht erwartet, dass hier so viel drin ist. Naja, gut. So, hier werden wieder ein paar Arbeiter rausgesetzt. Naja, sind nicht viele. 3 Stück, 4 Stück. Na gut. Ja, da oben die Baustelle ist halt noch in Gange, ne? Und da sind halt eben, da verschwinden halt 80 Arbeiter drin. Und das Problem ist, ne, der Betonfahrer, der kommt hier an. Hier sind 77 Arbeiter drin, ne? Und der Baukran. Und so schnell wie er den Beton ablädt, so schnell ist der aber auch wieder verbaut. Ne? Okay. Also der kommt von der Baustelle runter und schon ist der Beton verbaut. Na gut, das ist halt eben jetzt hier quasi gerade die Krux. Also wir könnten eigentlich hier mal die Arbeitskräfte drauf senken, dass wir hier sagen, komm, so viel müssen hier nicht auf dieser Baustelle arbeiten.
Reicht uns aus, wenn hier 46 standardmäßig drauf sind und der Rest quasi sich dann doch wieder hierhin verteilt, beziehungsweise vielleicht auch hier arbeitet oder auch gerne mal in der Schule arbeitet oder vielleicht an Bildungsmaßnahmen dran teilnimmt. Wollte ich mal gucken, hat denn der hier immer noch 60? Immer noch 60, also das ist immer noch nicht besser geworden. So, und hier haben wir nur noch 12, das ist besser geworden. Hier haben wir wieder einen drin, na gut, er ist ja vielleicht gerade erwachsen geworden oder so. Und hat die ganzen Bildungsstufen noch nicht durch. Hier haben wir 5 Studenten, ein paar Studenten im Auditorium. Hier können wir nach ganz kurz gucken, wie viele von den 106 haben wir jetzt davon. Dieses Jahr. Ja. Ja, ein paar muss ich wahrscheinlich noch dazu kaufen. Also ein paar muss ich mir noch einkaufen und reinholen in unser Land, damit das dann regelmäßig auch gut läuft. Also so hier in der Schule sind jetzt aber auch jede Menge Leute drin. Ich hoffe, dass wir dann hier hinten das auch nochmal die gewuppt bekommen, hier die Bildungswende, aber 105, ja doch, das sieht ganz gut aus. Also hier scheinen jetzt endlich hier dazugekommen sein, weil hier waren nur 60 drin letztens. Ja, und jetzt sind es hier schon 107, also es werden immer mehr. Und es waren, glaube ich, 8, oder waren es noch 60 Bildungsferne? Ich glaube, es waren 60 Bildungsferne, die hier drin waren, ne? Also hier scheint es sich jetzt zu bessern. Hier sind noch 112 drin, da müssen wir noch was tun dann, aber es scheint sehr, sehr, sehr gut zu laufen dort, dass wir dort doch viele Arbeiter kriegen. So, was ist jetzt los? Neues Fahrzeug verfügbar. Wir haben den Wartburg 354, 354 haben wir jetzt. Das ist natürlich auch ein Erzeugnis aus der wunderschönen GDR. Ein sehr schönes Fahrzeug auch, muss man sagen, gegen Rubel erhältlich. Und dann nehmen wir, gucken, schauen wir mal, wo ist er denn hier? Persönliches Auto. Der Wartburg 14, okay, der ist... Ach ja, da können wir sogar eine Farbe auswählen. Das ist doch neu, oder? Ah ja, guck mal an. Da kann man uns... Ein rotes Auto ist immer gut. Da, der fährt 95 km/h, 37 kW, der hat 43 kW, fährt 105 km/h, also der ist wesentlich schneller. Von 65 bis 88 wurde der gebohrt, der auch von 65 bis 88. Stimmt, da gab es nochmal einen neuen Wartburg am Schluss. Der Trabi 602, also 601 Kombi, also der andere, der hieß 602, kenne ich nicht. Kenne ich wirklich nicht, aber dachte, dass der... Naja, vielleicht ist das 601 Deluxe. 19 kW, das stimmt, glaube ich sogar. Und der ist auch 100 gefahren. Gut, da musste man sich zwar die Ohren zuhalten, aber auf den Straßen der DDR war die Maximalgeschwindigkeit, oder auf den Landstraßen der DDR, war halt die Maximalgeschwindigkeit von 80, also auf Landstraßen. Ich weiß nicht mehr, welches Tempolimit auf den Autobahnen gezählt hat, also wie schnell man auf Autobahn fahren durfte. Das ist mir unbekannt, aber ich weiß, dass es auf normalen Straßen war es 80 km/h. Was, naja, sagen wir mal, doch gar nicht mal so schnell ist. Also ich persönlich, wenn ich hier mit 80 irgendwo lang schleiche, da kriege ich dann doch schon, naja, finde ich nicht so toll. Da muss ich dann schon sagen, nee, da hätte ich lieber durchaus, ja, das ist ein bisschen besser. Und die 100, die ich gerne, also die 100, die ich fahren darf jetzt hier in Deutschland, die fahre ich auch sehr gerne und naja, vielleicht auch ab und zu ein bisschen schneller. Gut, aber das ist ja was anderes. Ne? Also wie man mit dem Auto fährt und so, das ist ja, das geht ja dann, glaube ich, jedem so, dass er mal gerne auch mal ein bisschen Gas gibt. Also sagen wir mal, die meisten, die ich kenne, die machen das auch ganz gerne. Die fahren auch mal ein bisschen zügiger. So, hier haben wir wieder einen Bus, der eine zur Busplattform fährt. Novgorod, warum fährt er denn hier rum? Der kann noch gar nicht. Na egal. Oder gibt's hier, ist die hier noch, die noch Novgorod zugeteilt? Nee, Textilkombinat. Was sagen? Hm, na gut. Okay, so, du kommst hier, Konservenfabrik. Oh ja, sehr schön, da gibt's ordentlich Leute und Passagiere. Weiß ich nicht, wo Passagiere, doch Konservenfabrik, da könnte durchaus Passagiere hin, weil da ja auch ein Shop in der Nähe ist. Es geht. So, und hier fehlt uns weiterhin der, das beliebte Beton, oder der geliebte Beton fehlt uns dann noch. Und, ja. Oh, jetzt haben sie alle Licht angemacht. Oder ist das jetzt, nee, das ist die Staubwolke, die hochgeht, ne? Das ist nicht das Licht, wie wir jetzt sehen, oder die Abgase und Staubwolke. Alles klar, okay. So, und hier haben wir immer noch sehr, sehr viel Material liegen. Wie sieht es hier aus? Immer noch 15 Tonnen, da ist immer noch keiner weiter hier gewesen von den LKWs und hat das da weggeholt. Finde ich ja echt merkwürdig. Hätte ich ja jetzt gedacht, dass das irgendwie passiert, aber na gut. So, hier kommt ein Baukran angefahren. Ich denke mal, er ist für dieses Stück Straße hier gedacht.
den Arbeiter sind drauf, die Materialien stehen drauf. Ich denke mal, die Straße wird ruckzuck fertig. Und hier arbeiten auch einige Leute fleißig daran, dass wir viel bekommen. Aber es sind momentan beide LKWs sogar zu Hause. Also so fleißig sind sie gar nicht. 0,62 und hier haben wir 2,9 Tonnen. Also da müsste demnächst was kommen. Gut, jetzt kommen aber hier wieder 15 Arbeiter, die dann fleißig Vieh züchten. So, dieses Stück Straße ist fertig, was mich dann natürlich zum nächsten Stück Straße bringt, dass man fertig bauen kann. Dieses hier. Gut. Das ist jetzt alles schon Vorbereitung mit auf die Kohlephase, also auf diese Kohlebaugeschichte, beziehungsweise die unser Kohlebergwerk wird nämlich über diese lange Straße hier hinten in Betrieb gehen. Und deswegen müssen wir da, oder will ich dort die Straße schon mal so lang wie möglich und so gut wie möglich ausbauen, weil momentan fahren da keine Fahrzeuge und wenn ich sie denn jetzt ausbauen, keine Fahrzeuge, brauche ich auch keine Umleitung irgendwo lang legen, obwohl das jederzeit möglich wäre, dort quasi eine Umleitung anzubieten, also dass man dann auch hier unten durchfahren kann. Aber gut, dann werden jetzt unsere Raupen in Betrieb genommen und zwar werden wir jetzt hier nochmal einmal uns das nicht zerstören, sondern ich würde ganz gerne den Wireframe sehen. Den Wireframe nehmen, danke. Und natürlich hier unseren Raupen Auflauf. Das sind echt viele Raupen, die jetzt hier arbeiten. Das sind mehr als die 8, die wir da in dem Dings haben. Wenn ich das jetzt so mal Pi mal Dema Fenster kurz hätte ich gesagt, das sind glaube ich so 14 müssen das sein, aber gut. Das müssten ja eigentlich, theoretisch müssen das alle sein, alle möglichen Raupen sein, die gerade verfügbar sind hier im Umkreis. Und das müssten theoretisch 14 Stück sein. Aber gut. Dann bauen wir das mal hier noch runter. Das ist ja noch ein ganzes Ende, was wir hier jetzt begradigen müssen. Und dann können wir quasi mit der Planung beginnen, wo wir unser Kohlewerk hinstellen. Das werden wir dann erstmal abstellen, damit wir den Strom natürlich hier hochbringen. Und dann muss man mal gucken, wie das denn funktioniert. Wie viel Kohleerz dort rauskommt, damit wir dann wissen, wie viel. Oder das müsste man eigentlich mal in der Gebäudebeschreibung müssten wir das ja eigentlich sehen, ne? Wie viel Kohleerz dort rauskommt und wie viel wir dann verarbeiten können in einem Kohleverarbeiter und dann von dem Kohleverarbeiter die Kohle quasi dann zum Kraftwerk und in den Export bringen. Denke ich mal, werden wir auch eine LKW-Schnecke erstmal bauen, bevor wir das mit dem Zukunft kriegen, wird das eine Weile dauern. Aber gut. Wir sind guter Dinge. Und ja, wenn ich da wirklich nicht, ich glaube, das sind uns 40.000 Rubel oder ähnliches, sind uns dadurch in Lappen gegangen, als wir das mit dem Haus dort gemacht haben. Aber den Bau unterbrechen, ich kenne den Knopf eigentlich, warum ich da nicht drauf gekommen bin, gleich dann auf den Bau zu gehen und den Bau unterbrechen und sagen, ich möchte das selber fertigstellen. Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich wirklich nicht, wieso ich da so langsam im Kopf war. Aber gut, das sind so die Momente, man lernt ja dazu. Man wird alt wie eine Kuh, lernt immer noch dazu. Und das ist das Schöne an der Sache. Ich halte mich immer noch für lernfähig an vielen Stellen und an einigen Stellen. Und von daher wird mir das hoffentlich so nicht nochmal passieren. Das ärgert mich alles. Also mich ärgert das wirklich, dass ich da so viel Geld verloren habe, was ich jetzt wirklich eigentlich für andere Stellen schon dreimal verplant habe. Das ist ja immer das. Das ist, glaube ich, auch was in normalen Behörden so funktioniert. Also man hat die Planung, man hat ein Budget und ich glaube, jeder Euro wird zweimal verplant und am Ende guckt man in den Topf und sieht, Hanüchen, warum ist denn der schon leer und noch so viel Arbeit da? Und dann fängt man an, wie viel zu sparen. Also ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer mittlerweile, alles so gut zu kalkulieren und so durchzurechnen, dass es am Ende richtig funktioniert. Also ganz rapide oder ganz schlimm ist das auch in meinem Berufsfeld, also in der Entwicklung von Software. Da geht ja Planung, da kannst du planen, wie du willst, da kannst du dich wirklich tot planen und du kannst noch so einen guten Planer haben. Am Ende wird irgendwas passieren und das ist manchmal, so, sagen wir mal, das kann eine ganz kleine Katastrophe kann er, mit mal ganz große Auswirkungen haben, dass dann mal die Entwickler sagen, Mensch, jetzt Kinder, hey, ich komme hier an dieser Stelle, beim besten will ich weiter, ne? Also, es geht mir manchmal auch so. Diese typische Betriebsblindheit, die man dann auch entwickelt, ne? Man guckt auf seinen eigenen Quellcode und sagt sich, also eigentlich müsste das funktionieren. Also warum es das jetzt nicht tut? Und dann grübelt man. Und dann kann durchaus mal
eine Woche ins Land gehen, wo man dann gar nichts schafft. Und diese Woche, die fehlt dann natürlich in der Projektplanung. Ne? Wenn der Projektplaner gesagt hat, Mensch, jetzt kannst du in der Woche, schafft er das. Und in der Woche schafft man das einfach nicht als Entwickler. Dann hat man gleich eine Woche Verzug im gesamten Projekt, was natürlich dann die ganzen Kosten, ne? Projekt, keine Ahnung, 4 Wochen angesetzt war, sollte 1000 Euro kosten. Wenn du aber eine Woche verschenkst wegen, sagen wir, Blödheit, dummen Fehler oder Fehlersuche, die sich halt als schwieriger darstellt, als es eigentlich sein müsste, dann bist du gleich mal 25% teurer, ne? Ist dann halt so. Dann bist du 25% drüber über deine Planung und ist gut. Also ich persönlich bin, wenn ich jetzt irgendwie, ich muss ja auch Zeitschätzung abgeben, wenn ich Projekte habe, und muss dann dem Projektleiter, der das Gesamtprojekt leitet, der dann von mir ein Stück Software haben will, muss ich ja natürlich auch einen Zeithorizont sagen, in dem ich das schaffen würde. Und da bin ich sehr, sehr vorsichtig geworden mittlerweile. Also da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig geworden und hoffe, dass ich da oder dass da dann halt eben nicht so viel Katastrophen passieren. Und eine Katastrophe versuche ich immer schon mit einzukalkulieren, aber naja, mal gucken, wie es denn. Ich kann Ende Januar kann ich über das nächste Projekt berichten, ob ich das in der Zeit geschafft habe oder ob ich mich verkalkuliert habe. Und um wie viel ich daneben lag. Ich denke mal, ich glaube, es geht eher darum, dass ich dann berichte, wie viel ich daneben lag. Ne? Also, man kann ja auch mal positiv daneben liegen, aber naja gut, also mein letztes Projekt war ich sehr gut, was ich geschätzt habe, wie lange ich brauche. Da habe ich gesagt, ich brauche ungefähr 2 Wochen. Reine Programmierarbeit waren am Ende 6 Tage. Also mit wirklich reine Programmierarbeit. Und nee, nicht mal. Stimmt gar nicht, da war ich ja richtig fix, aber 9 Stunden nachher am Ende, genau. Also 9 Stunden reine Programmierarbeit, aber dann die ganze Dokumentationssache, das ganze Verteilen, das ganze Testen, das hält ja dann auf. Ne? Also reine Programmierarbeit ist gar nicht so schlimm, aber da lief es sehr gut, also ohne großartige Bugs. Das fand ich ganz toll. War auch kein großes Projekt, aber es war halt trotzdem ein Projekt, das schnell umgesetzt werden sollte und wo man sehr schnell auch das Ergebnis sehen wollte und deswegen, naja, lief das ja, das lief ganz gut eigentlich, lief gut für mich. Kann natürlich beim nächsten genau schief gehen. Na gut, egal. Genug von der Arbeit gequatscht, ne? Da sind wir ja jetzt zum Glück nicht, denn wir sind hier schön in der Freizeit und können schön Computer spielen und spielen ein wunderschönes Spiel, nämlich Workers and Resources Soviet Republic, und bauen uns hier oder planieren uns jetzt hier einen kleinen Bereich, den wir ausbauen wollen zur Kohleproduktion, und ja, da bin ich eigentlich jetzt ganz guter Dinge, dass ich jetzt eigentlich genügend Platz dafür geschafft habe, dass ich dann auch später dahinter noch wieder weiter planieren kann, wo ich muss und will und kann oder so, und dann vielleicht eventuell auch mal eine Hochstraße hier hochlegen oder so, oder eine Brücke bauen, dass ich nicht überall so tief runter planieren muss. Ich weiß gar nicht, ob es hier irgendwie eine optimale Höhe gibt, wo man das wenigste planieren muss auf dieser ganzen Karte, aber ich denke mal, das gibt es bestimmt. Also dass es so ein Höhenlevel gibt, auf das man die ganze Karte eigentlich bringen kann, und das relativ schnell gehen sollte. Gut, die Flüsse wollen wir natürlich lassen, und dann muss es ja ein bisschen smooth zum Fluss runtergehen und so. Ja, also das Wasser, das kann man ja auch lassen. Das Wasser muss man ja nicht erhöhen. Denn wenn wir nämlich jetzt hier mal rüber gucken, so, wenn wir hier hinten hinkommen, da haben wir nämlich Öl. Und hier, glaube ich, ist Eisenerz drin. Aber da bin ich mir nicht sicher. Und hier ist auf jeden Fall Kohle überall drin. Hier ist nichts drin in den ganzen Gebirge hier, aber das werde ich auch nicht wegmachen. Also da werden wir dann jetzt hier vielleicht so ein Stück abplanieren, dass wir das denn hier in eine Höhe kriegen, dass wir da vielleicht was gebaut bekommen. Aber wie man sieht, ich muss ja erstmal mit meiner LPG-Pflanzenproduktion hier richtig schön zurande kommen. So, wie sieht es denn hier aus? Hier wird ordentlich Teer rangefahren. Alle 3 Kipper oder 2 Kipper sind momentan da. Der dritte fährt gerade weg. 28 Tonnen Asphalt werden noch gebraucht. Das sind 2,2 Kipper eigentlich, also dann kommt doch noch ein, oh, guck mal, da haben wir doch alle 3, Entschuldigung, da sind 1,7 Tonnen drauf, na gut, das sollte jetzt ja relativ schnell weggehen, Mensch, auch noch 1,7 Tonnen, ja, ich krieg wahrscheinlich mal die gleichen, gut, lassen wir das lieber. So, wie sieht's denn hier hinten aus mit unserem Ausbau von dem Gebäude? Wir brauchen noch 31 Tonnen Beton, das ist schon mal sehr, sehr, sehr schön. Das heißt, das sind noch 2,5 LKWs. Einer kann, glaube ich, 12 oder 11 Tonnen. 12 Tonnen, genau. Und ist der andere auch schon unterwegs hier? Dann hat es ja hier ordentlich Beton gearbeitet. Ja, ist auch gut runtergegangen.
Das liegt aber eher daran, dass jetzt hier kein Bruchstein da ist und kein Bruchstein da. Ach, weil der Bagger gerade nicht zu Hause war. Alles klar. Der musste gerade mal tanken. Der Gute. So, jetzt haben wir uns aber finanziell doch wieder in eine relativ gute Lage gebracht und sind jetzt durchaus in der Lage, mal auch mal wieder ein bisschen was zu kaufen. Der Mähdrescher weiß nicht. Ah, die Mähdrescher kommen hier natürlich nicht hoch. Der Mähdrescher kann nicht den Weg zu seinem Feld finden. Wo will er denn hin? Was ist denn für ein Ziel? Großes Feld Nummer 10. Wahrscheinlich dieses hier oder so. Ja. Das hat momentan keine Straßenanbindung. Muss ich doch hier noch eine Umgehungsstraße bauen. So, jetzt müsste er noch mal kurz überlegen, da im Kreis fahren, aber jetzt müsste hier eine Verbindung sein zu allen Feldern wieder. Okay. Dann werde ich mal von der anderen Seite hier noch eine Anfahrt sichern. Machen wir das hier ganz hinten? Ich mache das hier ganz hinten, ne? Machen wir das Gitternetz aus. Dann sichern wir hier hinten, ganz hinten meine Anfahrt noch. So, dann kommen die von hinten quasi an die ganzen Felder ran. Oder jetzt halt eben von hier, aber wenn das Stück dann hier gemacht wird, dann kann ich dann immer sagen, okay, sie können entweder so rum oder so rum ranfahren, aber wenn ich hier bin, dann nicht. Und wenn ich das Stück mache, dann können sie zu dem Feld über die Seite kommen, zu dem Feld über die Seite kommen. Na gut, okay. Gut, okay. Das musste dann sein, die Verbindung. Und hier fehlt der Mähdrescher jetzt auch. Diese Verbindungsstraße los, die müssen wir natürlich dann auch irgendwann mal mit Kies machen, damit das schön aussieht. Hier fahren unsere ganzen Raupen, die wir jetzt dann natürlich fleißig gebraucht haben, Kraftstoff holen. Das ist schon mal ganz gut. Hier liegen noch mehrere. Ich verstehe es gar nicht, warum jetzt so viel Material sich hier angesammelt hat. Hat das wirklich so viel schneller gearbeitet? Das finde ich schon ganz erstaunlich, muss ich sagen. Aber gut, ist halt so. Und ich würde da fast einen dritten LKW quasi oder einen vierten LKW auf die Strecke setzen. Dann hätten wir schon einen mehr, ne? Dann hätten wir schon einen mehr, der jetzt hier den fährt. Ja, komm, dann müssen wir nachher nicht, wenn wir den alle umstellen. So, aber welchen möchte ich denn da haben? Einen schnellen, der viel tragen kann, 7,210. Der kann 7,2 Tonnen tragen, 4,5 Tonnen Nahrung. Aber das brauche ich auch. Oh, warte mal, nee. Jetzt muss ich das Geld erstmal sparen, bis das Gebäude hier hinten völlig fertig ist. 19 Tonnen Beton noch. Bis denn da schon Beton wieder unterwegs sind. Wenn wir die Straße abgucken. Sieht erstmal nicht so aus. Hier ist ein bisschen Asphalt unterwegs. Der will sogar zur unvollendeten Straße. Also der fährt dann da hoch. Wo willst du? Und du willst zum Einkaufszentrum. Ah ja, du kommst hier gerade. Warum kommst du von da gefahren? Hä? Und du willst auch gerade zum Einkaufszentrum, hoffe ich. Lass dich mal anklicken, danke. Jawohl, mit 12 Tonnen, sehr schön. Dann müsste der ja jetzt hier, der letzte, der jetzt hier reingefahren ist. Muss gerade einer drin stehen, der müsste jetzt nur noch. Na komm raus. 7 Tonnen oder sowas? 7,3 Tonnen. Sehr gut. Sehr schön. Also der letzte Beton ist unterwegs zu unserem großen Einkaufszentrum. Und das sollte dann auch bald fertig gebaut sein. Dann können wir hier durchaus sagen, dass wir hier noch 2-3 Blöcke hinsetzen. Also nochmal so wie hier, 3 Blöcke nochmal hier platzieren um diese Schule und dieses Einkaufszentrum herum. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir doch für Freizeit, Spaß, Spiel und Spannung sorgen. Vielleicht eventuell auch noch für die ein oder andere Kinogeschichte. Aber da denke ich mal, das könnten wir dann mit einer Bushaltestelle hier oben noch lösen, dass wir dann hier erstmal noch einen Busplatz bringen, wie hier einer ist, dass wir den hier noch einbauen, damit dann von hier nach da eine Direktverbindung noch herrscht, damit da ein bisschen was hin und her gefahren werden kann. Da sind jede Menge Kinder drin, da sind jede Menge Schüler drin, 10 stehen auf dem Schulhof. Ja, und hier sind jede Menge auf dem Schulhof. Also wir haben wieder Lehrermangel haben wir schon wieder. Wie sieht es hier aus? 108. 86, ich habe es mir nicht gemerkt, wie viele jetzt vorher waren. 15 sind es hier noch. Wir sind hier von den 60 immer noch 60 bildungsferne Bürger. So. Und da sieht man auch schon keine Sportler dran teilnehmen. Also hier dieser Sportplatz, der hat Besucher, aber keinen Mitarbeiter. Also kein Mitarbeiter. Sitzt sich da keiner, der hier arbeiten will?
Das ist ja ein Ding. Na gut. Also wir müssen dann auch noch für sportliche Aktivitäten sorgen. Das scheint nicht ganz so, da will keiner arbeiten. 84% haben wir hier schon erforscht vom Ingenieurwesen. Und ja, hier werden fleißig Leute ausgebildet. Jetzt lieber fleißiger, aber es werden zumindest schon mal Leute ausgebildet. Das ist schon mal gut. Und es arbeiten dort auch jede Menge Leute drin. Das ist auch schon mal gut. Oder beziehungsweise, na gut, das könnte ich hier für unseren Textilkombinat jetzt nicht mehr ganz so gut laufen. Da steht der LKW auch gerade da, aber gut. 47.000, also wir scheinen gerade irgendwo wieder eine gute Einnahme gekriegt zu haben. Jetzt sind 10.000 weniger. Ist das Gebäude fertig geworden? Das Gebäude ist fertig geworden. Das hat mal glatt 10.000 gekostet. Die Grundeinkaufsmenge. 3 Tonnen Fleisch können hier gelagert werden. Das ist schon mal sehr gut. Essen können hier 11 Tonnen gelagert werden. Kleidung kann hier auch 11 Tonnen gelagert werden. Und Elektronik kann hier 8 Tonnen gelagert werden. Und dann haben wir ja auch schon ein paar Verkäufer. Und dann können hier irgendwann auch mal Käufer ankommen. Und da geht es auch schon los. Sehr schön. Arbeit, da sind hier schon mal drin. Bis zu 45 Stück. 151. 100, 205, 222, Gottes Willen, hier können aber dann jede Menge Leute einkaufen, wenn hier so viele Arbeiter sind, die jetzt hier alle drinnen verschwinden. Das heißt, wir müssen wieder auch für neue Arbeiter sorgen, natürlich, dann hier an dieser Stelle. Und die ersten Kunden kommen auch an. Und jetzt müssen wir natürlich dann hier auch für Lieferungen sorgen. Das heißt, wir brauchen einen Kühl-LKW. Kühl, wo ist er? Kühlung. Dann nehmen wir natürlich den, der richtig was transportieren kann, und nehmen wir den kleinen über 1,8, nehmen den mit 3 Tonnen hier für die Kühlung. Dann nehmen wir einen geschlossenen LKW, der relativ schnell ist für die Nahrung. Ich denke, der mit 4,5 Tonnen Nahrung sollte funktionieren. Und dann werden wir diesen hier jetzt mal zuweisen. Du sollst von hier nach dort und dann Watte verkaufen kannst. Hier abliefern, da natürlich dann entladen, nicht beladen. So, warte mal. So, du kriegst folgenden Auftrag. Du fährst erstmal hier zur Konservenfabrik Fleisch, belädst dich dort am Schlachthof, fährst dann hier hin und danach kannst du auch noch hier anhalten und dann da mal alles entladen, was du noch sonstigerweise drauf hast. Warte mal ab. So. Und jetzt machen wir noch Folgendes. Und das wird uns sehr viel Geld kosten in den nächsten paar Wochen. Wenn er die 11 Tonnen Kleidung dahin bringt. Aber wie bringt er denn dahin? Du kriegst jetzt eine Haltestelle dazu. Und zwar das hier. Kann ich die Reihenfolge ändern? Ich glaube nicht, ne? Und dann wirst du hier dich entladen natürlich. Und danach kannst du dann... Ups. Moment, da einfahren und dich auch entladen. So. Gut, dann hat nämlich dieses Fahrzeug jetzt, was denn hier mit Kleidung losfährt, auch den Auftrag, quasi die Kleidung erstmal hier oben hinzuliefern. Ich werde hier, sagen wir mal, bei der Kleidung nicht ganz so viel auf Lager legen lassen, weil wegen brauchen wir nicht. Also 2,5 Tonnen reichen, aber 15 Tonnen Nahrung ist okay. Und beim Fleisch müssen wir natürlich auch nicht zimperlich sein. Da kann hier durchaus die 3 Tonnen drin liegen. So, gut. Das sollte dann hier erstmal was bringen. So, hier jetzt ist jetzt mal da Nahrung unterwegs zum Einkaufszentrum. Sehr schön. Also dann können wir das jetzt hier demnächst auch von uns versorgen. Und dann geht hier oben nicht das Geld runter, sondern dann haben wir hier wieder Eigenversorgung. Und ja, dann müssen wir mal demnächst auch wieder ausbauen, dass wir noch mehr an noch mehr Nahrung kommen und schneller an noch mehr Nahrung kommen, damit wir dann auch wieder was exportieren können. Also momentan, na gut, hier liegt hier noch, aber... Dann ist ja jetzt ein dritter Abnehmer da. Das müssen wir mal im Auge behalten. Gut, 33 Minuten sind um. Das Gebäude ist fertig. Wir werden jetzt mal hier die beiden Straßenstücken kaufen. Auch wenn sie so teuer sind, werden wir sie jetzt so schnell mal kaufen. Damit denn die Schule original angeschlossen ist. Damit die Anfahrt zur Schule möglich ist, auch mit dem Kfz, wenn man das möchte. Einfach nur der Optik wegen, also das ist wirklich jetzt so der Schönheit wegen gemacht worden. So, und dann können wir uns dann um die Planung dieser Gebäude kümmern und dann in der nächsten Folge auch um die Planung der Kohle kümmern, weil da müsste genügend Platz jetzt da sein, dass wir das hier oben mit unterkriegen und dann natürlich auch dementsprechend bewegen können. So, hier muss natürlich dann ist noch immer Asphalt zu legen. Nee, Asphalt ist hier nicht mehr zu legen, das ist gerade fertig geworden. Das heißt, dort kommt jetzt die Walze hin und wird dort walzen. Sehr schön. Gut.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und so ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.